Hallo Freunde, hier ist Adel und seine Hausmannskost. Heute mache ich die weiße Mousse in Schokolade. Gestern hatte ich die dunkle gemacht, heute mache ich die weiße. Und daraus machen wir dann nachher auch weiß und dunkle gemischt, aber auch einzeln. Auf jeden Fall geht das jetzt als einzelnen Film, da das für Lehrlinge und auch Leute, die noch nicht so lange kochen, besser nachvollziehbar ist. Die Zutaten für die weiße Mousse in Schokolade, einfach. 200 Gramm weiße Mousse in Schokolade, Kuvertüre, ne? 4 Eigelb, 2 Esslöffel Zucker, die 2 Esslöffel Zucker packe ich mir gleich in den Ei mit rein, das schlage ich dann auf. Wenn ihr das ein bisschen süßer haben wollt, nehmt ihr 3 Esslöffel Zucker. Dann nehme ich 4 Blatt Gelatine. Die weiche ich mir in Wasser ein. Und zwar, na, ich muss mal ein bisschen vorsichtig, das ist ja, nehme ich 4 Blatt, die ich so ein bisschen mir so schräg hier reinsetze, sowieso wie auch bei Spaghetti, nicht alles auf einen Haufen. Ich kann auch einen größeren Behälter nehmen, aber das ist nachher dann gleich hier drinnen. Alles, nur ein bisschen runterdrücken und alles gut. Das Eiweiß, jo, das mache ich mir zum Frühstück. Ihr könnt auch Baiser davon machen oder sonst was. Ich mache mir statt Spiegelei, mache ich mir halt nur Eiweiß. Ne? So, das ist eingeweicht. Dann brauchen wir 200 ml Sahne. Ich habe hier fast 300, aber da ich den aufhabe und ich ihn dann auch nicht mehr brauche, verarbeite ich den mit. So, eigentlich ist das so eine relativ schnelle Sache. Ich schlage mir jetzt die Sahne auf. Ihr könnt das auch mit so mit der Hand machen, dauert ziemlich lange und geht in die Arme oder halt mit so einem elektrischen Schneebesen, ne? Den brauche ich aber gleich hierfür. So, das sind wir gleich. Jetzt muss erstmal die Schokolade auftauen und dann schlage ich das auf. Die Sahne lasse ich schon mal in der Zwischenzeit laufen. So, die Sahne ist fertig, ist steif geschlagen und die Schokolade ist auch geschmolzen. Das packen wir jetzt erstmal kurz beiseite, denn jetzt schlagen wir uns die Eimasse schaumig. Jetzt ist das zwar ein bisschen lau, aber ihr müsst aufpassen. Ab und zu mal die Schüssel hochheben, damit das nicht zu heiß wird. Und die Schüssel darf nicht im Wasser sein. Also darf nur so wenig Wasser sein, dass das Wasser die Schüssel nicht berührt. Sonst habt ihr die Gefahr, dass Rührei werden könnte. Hier könnt ihr sehen, wie schön cremig das ist. Das ist jetzt auch fertig. Ich nehme das jetzt runter. Packt man das beiseite und jetzt könntet ihr das vielleicht, wenn ihr Eis habt, Eis nehmen und das dann kalt rühren. So, jetzt muss ich noch was ganz Wesentliches machen. Ich muss ja noch die Gelatine da reinrühren. Und zwar, die drücke ich mir aus. Dann ist mit drauf, ja. So, die drücke ich mir aus und dann rühre ich mir die hier rein. Weil das muss ja warm sein. Weil das muss warm sein, sonst könnt ihr die Gelatine nicht reinnehmen. Dann müsst ihr sie euch im Topf auflösen oder in der Pfanne und dann mit reinmachen. Aber solange wie es warm ist, könnt ihr die hier noch mit reinmachen. So, jetzt kommt die Schokolade da rein. Dann rühren wir die jetzt mit runter. Jetzt haben wir die schaumige Eimasse, die weiße Schokolade und dann wird da einfach jetzt gleich noch die Sahne drunter gehoben. Erstmal nur so ein bisschen die Hälfte. Und schön locker drunter rühren oder heben besser gesagt, weil das soll
fluffig werden. Das soll nachher eine schöne, lockere Masse werden. Wenn ihr beim ersten Mal das so ein bisschen rührt, ist das nicht so schlimm. Aber jetzt bei der zweiten, dann nur drunter heben. Ja, jetzt machen wir den Rest da rein. Und ihr seht eigentlich ist es alles keine schlimme Sache. Eine schnelle Sache und man hat immer eine frische Mousse. Gut kochen ist ein bisschen Aufwand, aber die meisten, die kochen, haben auch Spaß dabei, ne? Wenn es sein muss, ist es eine andere Geschichte. Aber jetzt zum Beispiel die Lehrlinge, die Köche, die müssen ja. Aber man kann auch sehen, wie einfach das ist. So, jetzt sehen wir das wirklich nur vorsichtig drunter. Und dann ist eigentlich die Mousse fertig. Schön heben, immer die Schüssel dabei drehen und immer schön weiter unterheben, damit es schön fluffig bleibt und auch wert. So lange, bis ihr eine einheitliche Farbe habt. Habt ihr jetzt hier so, wenn da noch ein bisschen das Weiße ist, das seht ihr nachher dann auch, dann habt ihr manchmal so Luftlöcher. So, und somit ist die Mousse und Schokolade fertig. Die weiße. Ich lege das gerade ab hier. Einfach nur lecker. Ich habe jetzt mal, nachher wenn ich anrichte, ich habe ja hier noch so einen Rest Schokolade, nehme ich mir so einen Pinsel und dann, ja, das muss natürlich festgehalten werden und dann einfach voilà, und dann kommt dann nachher die schwarze Mousse drauf. Das wird dann hart und dann kommt nachher noch was Schönes drauf, nur mal so, um den Rest auch mit zu verarbeiten. Die weiße Mousse und Schokolade, die füllen wir uns jetzt hier rein. Und dann kommen sie in Gläser nachher. Die zieht schon an, da muss ich ein bisschen Schlag reinhauen. Also ich habe jetzt so einen Spritzbeutel und jetzt mache ich mir das hier im Glas rein. Und ein wenig in der Schüssel. Dann gehen wir da mal näher ran. So Freunde, das ist jetzt meine weiße Mousse und Schokolade. Die stellen wir jetzt noch 3 Stunden kalt. Und dann kann man die einfach so essen. Das ist jetzt nur das Grundding. Dann kann man sich da noch ein paar Früchte drauf machen. Oder ein bisschen Sahne drauf machen, wie man möchte. Ne? Da braucht man nicht auf Kalorien zu achten. Weil die sind sowieso hinne. Ich mache da noch so einen Fruchtmark drauf. Ein paar kleine Pünktchen. Dann hat man noch eine gewisse Säure. Das ist jetzt meine weiße Mousse und Schokolade mit bisschen Waldfruchtmark. Ich kann euch nur sagen, viel Spaß bei Nachtmachen und wünsche euch wie immer euer Ariel und tschüss.